Wieso ist denn da der Rest blockiert? Dann hauen wir dich da rein. So. Ich kann ja eigentlich hier das ein bisschen lauter machen. Da wäre ich auch ein bisschen mehr alarmiert, wenn hier was losgeht. Das ist, glaube ich, zu laut. Im Stream soll es eigentlich nicht zu hören sein. Nicht, dass ich hier noch Probleme kriege. Halbzeug. Ach du Scheiße, was geht denn jetzt noch los? Juba will dort Senku haben. Und dafür bieten die halt auch richtig gutes Geld. Ach, Scheiße, müsste ich ja mein komplettes Mittelfeld umgestalten. Habe ich irgendwo ein Ausverkaufsschild ans Stadion gehängt oder? Nein. Das sind schon meine drei Top-Sp- Nein. Da muss ich mir dann echt Gedanken machen, wie ich es mache. Weil alle drei wäre ich garantiert ne über meine Scout-Liste ersetzt kriegen. Wäre ich dann vielleicht den Top-Spieler mir rauspicken, die anderen zwei über die Transferliste vielleicht ersetzen. Also wer ist das? Kehl, Melem und Lusenko. Meine Mittelfeldachse geht weg. Schöne Scheiße. Was habe ich denn hier alles noch auf Ersatz? Obwohl, ich habe noch zwei DMs in der Hinterhand. Da bräuchte ich nicht unbedingt was tun. Wenn ich dann bloß die beiden OMs ersetze, könnte das sogar passen, dass ich die von der Scouting-Liste ziehe. Ja, ich weiß, ich weiß. Nee, ich habe ja noch einige. Ich mache das ja jetzt mittlerweile so, dass ich die Scouts erst losschicke, halt diese Scouting-Aufträge, die ganz stinknormalen. Warum ist denn hier überhaupt so ein Müderdude drin? Und die setze ich mir dann alle auf die Scout-Liste und die lasse ich dann auch immer voll. Und dadurch habe ich dann zumindest schon immer eine kleine Auswahl an gescouteten Spielern da, aus denen ich dann so ein bisschen rauspicken kann. Und wenn ich da keinen guten finde, kann ich immer noch über die Transferliste gehen. So, eingestellt hatte ich alles. 96 gegen 90. Ach du Scheiße. Wir haben richtig viel Heimvorteil, deswegen wird defensiv, denke ich mal, gut sein. Ballbesitzfußball können wir auch so lassen. Ist halt scheiße, wenn wir das Ding jetzt wieder verlieren. Ist unser ganzer guter Start hin. Das Hauptproblem wird werden, wenn ich jetzt alle drei dort aus der Mittelfeldzentrale
verkaufe, das uns dann die Eingespieltheit komplett abhanden geht, denke ich mal. Ich weiß ja nicht, inwieweit das hier dann große Einflüsse hat auf das Spielweise. Die dann kompletten Faden verlieren können auch. Was ja eigentlich logisch wäre, wenn das komplette Mittelfeld weg ist. Aber zumindest halt mal mit. Er hat schon gelb und spielt bloß eine 4,0 zusammen. Joe Adams. Warum ich den nicht loskriege, hey? Mann. Nur einen verkaufen. Ich meine, ich habe die ja alle drei. Oh, ich sollte so langsam dann auch mal ein bisschen wechseln. Ich habe die alle drei ja auf Anfang der Woche gelegt. Wenn ich da richtig hart verhandle. Wirklich so nach dem Motto, ich muss nicht verkaufen, aber ich kann. Und wenn ihr mir nichts bietet, dann verkaufe ich halt nicht. Okay, das spielt komplett scheiße. Jetzt habe ich aber keinen Ersatz für den hier. Wenn die Terminplanung mache ich dann so, dass ich für jeden Ersatz schon mal so einplane auf das Ende der Woche. Und dann halt, wie gesagt, richtig hart in die Verhandlungen reingehen. Und möglichst viel aus den Transfers eventuell rausziehen. 48, 47, die sind ja alle down, ey. 3,0. Und später, die waren stärker als wir. Können wir mitleben. War ein gutes Spiel. Ergebnis. Gut. Planen Sie noch Verstärkungen? Mannschaftsteil. Mittelfeld. Ist derzeit Ihr Vertrauen stark? In Dresden, diesen Zehnter. Machen wir jetzt erstmal die Taktik fix. Stark, die spielen. Ich denke mal, dürfte die Außen auch wieder so relativ gut sein. Können wir ja ein bisschen abschwächen.
Ja, so sieht's gut aus. Aber wir spielen auf jeden Fall gegen die zumindest erstmal vorsichtig offensiv. Müssen wir dann eh fein abstimmen, wenn dann alles da ist. Das passt so, das passt so. So, jetzt. Das ist ein defensives Mittelfeld, 19 Jahre alt. Kreativität, Übersicht, Antritt, kurze Pässe, lange Pässe, Schnelligkeit. Ist jetzt nicht unbedingt. Vandal vom Stadion? Ich sehe gerade nur Werbung. Ach so, so meinst du das? Ich dachte jetzt schon wirklich bei der EM, dass dort irgendwelche Leute ausrasten. Oh ja, St. Pauli gegen Dresden. Oh ja. Dritte Halbzeit. Hier haben wir jetzt ein OM, drei Talentpunkte, Riesentalent. Elfmeter, Übersicht, Einwürfe, Kreativität, Schusstechnik. Das ist jetzt auch nicht so übermäßig. EM. Technik, Ballbehauptung, Flanken, kurze Pässe, Schnelligkeit, Übersicht. Das passt jetzt halt auch nicht. Oh mein Gott, Megatalent, 4 Sterne. Ausdauer, Freistöße, kurze Pässe, Schnelligkeit, Schusstechnik. Oh, 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 den könnten wir uns mal vormerken. Okay, es war vielleicht sogar dumm. Ich hätte die Verkäufe vielleicht auf Ende der Woche legen müssen. Gucken, wie viel ich hier kriege, wie viel Gude. Und danach dann erst die Verkäufe machen. Aber der spricht mich halt komplett an. Dadurch, dass der Megatalent ist und auch die Eigenschaften sehen halt richtig gut aus. Also zumindest so, dass sie mir gefallen. Und ich glaube, hier so Analytiker habe ich sowieso noch nicht wirklich viel bei mir im Team. Also der würde perfekt passen. Schusskraft, Schusstechnik, Ecken einer Pässe. Ja, das weiß ich halt ohne, wie ich das optimal mache. Die jetzt sinnlos hier draufstehen lassen, weiß ich, ne? Da müsste man dann wirklich auch immer wieder mal so ein bisschen aussortieren. Ja, wäre halt für eine Spieleröffnung richtig nice. Ach, Angok, den wollten die mir doch eh nicht verkaufen. Moment. Der spielt jetzt in Eibar? Den wollte ich doch aus Argentinien loseisen. Von Boca Juniors. Da haben die zu mir gesagt, nö, den kriegt ihr nie erst, wenn wir dafür Ersatz haben. Und dann verscherbeln die dann einfach an Eibar. Fürs Batman. Ich werde mal versuchen, dass ich den auch kriege. Das war eigentlich mein Wunschspieler so. Na gut, dann machen wir den.